Und Christoph Wanner hat in Moskau die Militärshow für uns beobachtet, aber auch Mitglieder und Anhänger des russischen nationalistischen Motorradclubs Nachtwölfe wollten ja der Weltkriegstoten zum Beispiel in Berlin gedenken. Aber nicht alle, Christoph, sind über die Grenze gekommen. Einige sind jetzt bei dir. Das ist richtig, genau. Ein Teil der Nachtwölfe ist tatsächlich nach Berlin gekommen, um der gefallenen sowjetischen Soldaten, der gefallenen Sowjetbürger zu gedenken. Das ist auch gelungen. Sie waren heute im Treptower Park und haben dort Kränze niedergelegt. Aber ein großer Teil der Nachtwölfe, die einreisen wollten, konnten das nicht, weil ihnen keine Genehmigung erteilt wurde. Es gab zum Teil Annullierungen von Visa. Und deswegen sind jetzt hier auch sehr viele in Moskau, haben an diesen Feierlichkeiten teilgenommen. Und hier neben mir steht jetzt Alexander Saldastanov, das ist der Chef der Nachtwölfe. Und ich will ihn mal fragen, wie er das empfunden hat, dass den Nachtwölfen die Einreise nicht erlaubt wird. Ich werde es übersetzen und dann auch die Antwort übersetzen. Alexander, to, что вас не пустили в Европу, какие ощущения, какое мнение об этом? Мы ехали туда не для того, чтобы пить пиво, гуливанить или там или даже на концерт. Мы ехали туда на могилу. Понимаете, на могилу. Поэтому мое презрение к тем, кто мешал нам это сделать, и моя любовь к тем людям, кто нас поддержал, кто пришел к нам и сейчас высказал свое мнение в поддержку нас. Er sagt, die Nachtwölfe wollten nicht nach Deutschland reisen, um dort Bier zu trinken und irgendwie zu feiern, sondern sie sind oder wollten nach Deutschland reisen, um dort einen Kranz niederzulegen und der Toten zu gedenken. Und deswegen hat er wörtlich gesagt, empfindet Alexander Saldastanov Verachtung für diejenigen, die das versucht haben zu unterbinden und bedankt sich bei denjenigen, die die Nachtwölfe dabei unterstützt haben, nach Deutschland einreisen zu können und dort eben der Toten zu gedenken. Jetzt noch eine Frage. Wie wichtig ist dieser Feiertag, der 9. Mai, noch immer für die Russen und auch für die Nachtwölfe? Насколько важен вот этот праздник 9 мая для вас, для ночных волков и для людей в России? Он не только для людей в России важен, он еще важен для Европы, точно так же, как для нас. Это мы спасли Европу от фашизма. Вы понимаете, это нашей кровью полита вся вот эта дорога до Берлина. И над... Да, переводи. Er sagt, es ist nicht nur wichtig für die Nachtwölfe oder für die Russen, dieser Kriegsendetag, dieser Siegestag oder das Kriegsende ist wichtig für ganz Europa. Man muss das immer in Erinnerung behalten, was damals geschehen ist. Und Saldastanov sagt, dass die Sowjetarmee hier sehr viel Blut gelassen hat. Man muss noch mal dazu sagen, vielleicht, dass 27 Millionen Sowjetbürger im Zweiten Weltkrieg gestorben sind. Und deswegen, sagt Saldastanov, muss diese Erinnerung wach behalten werden, so wie eine Mahnung der Geschichte.